Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Legenden-Talks heute nach dem Spiel des FC Schalke 04 in Karlsruhe. Begrüßen möchte ich erstmal unsere Legenden Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk. Hallo und Glück auf. Glück auf, Und Glück bevor wir auf. loslegen, natürlich erstmal ein Dank an euch da draußen, alle fürs Zuschauen, fürs fleißig mitdiskutieren und gerne uns weiterempfehlen und abonnieren und natürlich auch die Glocke, ne, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr wisst Bescheid. Aber auf jeden Fall danke für eure Unterstützung und so kann es dann auch noch viele Jahre mit euch beiden auch weitergehen, wenn wir über den glorreichen FC Schalke 04 sprechen. Gerade wieder mal nicht so gut. Wir hatten ja echt Hoffnung, dass die neue Saison anders wird. 2:0 Niederlage gegen Karlsruhe. Das Ergebnis war, glaube ich, noch das Beste. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ja, erstmal, wir stehen wieder da, wo wir letztes Jahr standen. Und das Spiel in Karlsruhe, ja, das konntest du nicht gewinnen, weil, wenn man das einzeln sich anschaut, wie das zustande gekommen ist, muss man wirklich hinterfragen, was machen die da? Und nach vorne ging ja gar nichts. Also, ich habe keine echte, richtige Torschance gesehen von unserer Mannschaft. Und ist enttäuschend für uns alle, gar keine Frage. Ich war jetzt am Samstag bei einem Fanclub, der 25 Jahre alt wurde. Was soll man da noch erzählen? Ja, weil wenn man das gesehen hat, was die da gemacht haben, was da los war, alle in Blau-Weiß und sind alle enttäuscht, bis geht nicht mehr. Und dann, was soll man da erzählen? Und dann fängt man an von früher. Aber haben ja alles okay, aber man hat ein paar Tore gemacht und, und so weiter. Aber das interessiert wahrscheinlich niemanden. Und ich muss ehrlich sagen, da muss man die Mannschaft sich mal zusammensetzen. Die muss sich mal untereinander, das darf nicht rauskommen, mal die Meinung sagen. Wenn man sieht, was diese Leute für den FC Schalke 04 sind und was wir mit diesem Verein, was wir da machen. Ja? Wir kämpfen wieder um den Abstieg aus der zweiten Liga. Da muss sich aber wirklich schnell was ändern, weil, ja, jetzt hast du zwei Spiele gegen Mannschaften, die hier unten stehen. Wenn du da keine 6 Punkte holst, ja, dann wird es wieder verdammt schwer. Und so einfach ist das nicht. Das kann man immer wieder sehen, auch in dieser Liga, da kann jeder jeden schlagen. Und deswegen, ja, halbherzig zur Sache gehen, der bringt schon überhaupt nichts. Du musst von der ersten bis zur letzten Minute, wie oft haben wir das gesagt, du musst dich gegenhalten, du musst dich gegen die Niederlage stemmen. Aber das läuft so ab, ohne Torschance, und dann kriegst du solche Tore rein. Ich weiß nicht, muss ehrlich sagen, wie das weitergehen soll. Ich hoffe, dass die Mannschaft sich zusammensetzt. Hatten wir ja schon mal, ne? Hat ja auch gefruchtet in der vergangenen Saison. Funktioniert, genau. Der Klaus hat recht. Also wahrscheinlich sollten sie sich mal zusammensetzen. Aber wie gesagt, ich sehe das Spiel also auch ein bisschen anders. Ich habe so den Eindruck gehabt, also Schallenberg und auch Bachmann waren für mich die schlechtesten Leute. Nicht die beiden Innenverteidiger, sondern die beiden waren für mich die schlechtesten Leute, meiner Ansicht nach, weil das sind diejenigen gewesen, die vor der Abwehr arbeiten, die haben weder aggressiv gearbeitet, haben weder nach vorne zum Younes oder irgendwie zum Karaman einen Ball hingekriegt, gar nichts. Die liefen da kreuz und quer, und auch wenn Schallenberg einmal da aufs Tor geköpft hat, das ist mir einfach zu wenig. Und wenn ich als defensiver Mittelfeldspieler nicht irgendwie einmal zum Torschuss komme, dann frage ich mich nur, dann brauche ich die auch nicht. Ja? Also wenn ich schon keinen Torschuss mache oder nicht irgendwie was anderes unternehme, da muss ich mindestens aggressiv vor der Abwehr arbeiten, so dass die Jungs hinten auch ein bisschen Luft haben. Ja, aber wir haben ja sofort Druck gekriegt. Nach 20 Minuten habe ich mich auch gefragt, das muss ich ganz ehrlich sagen, Sida war auf der rechten Seite da gegen Günther, der lief dem pausenlos nur hinterher, ist ein Stürmer und rennt dem hinterher. Da muss ich aber auch mal sagen, auf der Bank, da muss ich auch mal einer sagen, ja, pass mal auf, da müssen wir auch mal schnell was wechseln. Ich hätte ganz bestimmt anders gemacht. Ich hätte den Mohr rausgenommen. Bis dahin war der Mohr auch jetzt nicht so berauschend. Ich hätte den auf die andere Seite rübergestellt, den dahingestellt, um diese Seite zuzumachen. ID? Weil, ja, Oh Gott. egal, ja, egal, wie auch immer. Jeder hat ja so seine Meinung. Ja. Aber ich hätte auf jeden Fall diese Seite zugemacht.
Ja, also du kannst nicht wieder einen Offensiven dahin stellen, weil dann hätte der wieder nach hinten laufen müssen. Aber diese Seite hätte man zukriegen müssen. Und das war schon in der ersten Halbzeit meiner Ansicht nach ein großer Fehler, weil da ist sehr viel Druck entstanden. Der kam ja pausenlos. Also muss, egal wen du jetzt reinnimmst als Verteidiger. Ich weiß ja nicht, wer noch fit war jetzt. Aber da hätte ich auf jeden Fall die Sache hätte ich zugemacht. Und auch mit Karaman vorne in der Spitze, da bin ich überhaupt nicht Gerrits Meinung. Karaman ist ein Spieler, so wie ich früher, so ein Spieler, der hinten von der Spitze aus hinten rauskommt, nicht in der Spitze spielt. Karaman ist keine Spitze für mich. Das ist so ein Schleicher, der überall ein bisschen hingeht. Ja, da muss er anders spielen. Ich würde sagen, dass man ein 4-1-4-1 spielen sollte. Ja? Und das ist, glaube ich, für mich das beste System für die Mannschaft. Weil wenn du zu viele hinten hast mit zwei Mann vor der Abwehr, die wissen auch nicht, was zu machen. Die laufen kreuz und quer. Der eine will das machen, der eine macht. Bachmann spielt für mich seitdem der hier ist, habe ich noch nie ein gutes Spiel von dem gesehen. Dann muss ich ihn auch nicht spielen lassen. Ja, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Also ich würde so spielen. Bin auch der Meinung, dass wir, wie Klaus auch gerade gesagt hat, nicht gut gespielt haben. Wir haben schlecht gestanden, wir haben zu viel zugelassen. Ja, die kamen wieder über außen, was man eigentlich ja zumachen muss. Und das haben wieder vergessen zuzumachen. Und dann kommen sie natürlich auch durch die Mitte ein paar Mal gekommen, weil die beiden, sag ich mal, vor der Abwehr überhaupt nicht richtig aggressiv waren. Ja, wenn du dann kann man auch nicht hinten sagen, ja, die beiden Kinder, die wir da hinten haben, ja, die haben jetzt Schwierigkeiten. Ja, klar kriegen die Schwierigkeiten. Ist doch logisch. Wenn da alles durchkommt, sind ja auch nicht so super erfahrene Jungs. Aber eins muss man sagen, ich würde jetzt nicht wieder wechseln und wieder einen anderen reinnehmen. Wenn Kallas nicht da ist, würde ich ihn, wenn Kallas da ist und fit ist, würde ich ihn spielen lassen. Aber ich würde jetzt nicht wieder alles umändern und wieder zwei neue rein und wieder was machen. Die müssen sich ja auch immer einspielen. Ich habe jetzt gehört, der eine kann die eine Sprache nicht, der eine ist Belgier, der eine ist Argentinier, der eine kann kein Englisch, der eine kann das nicht. Ja, dann muss ich das aber auch so organisieren, ja, dass die beiden sich verstehen. Ja, und was Klaus gerade gesagt hat, beim ersten Tor, also, ja, der Kantenbein da, unser hier, der weiß gar nicht, was sucht der da? Der ist Verteidiger, der hängt in der Mitte am Elfmeterpunkt und dann geht mit Knie, Fuß, was weiß ich, was der da machen wollte. Ja, das ich weiß gar nicht, was der da sucht. Da waren fünf Leute, und ein Karlsruher, fünf Leute von uns. Und wir kriegen den Ball nicht weg. Also, das hatte mit Sprachkenntnissen überhaupt nichts zu tun. Ja, aber das ist ja das Thema hier, Klaus. Beim ersten Tor muss ich mir wirklich fragen, da sind vier Schalker und ein von Karlsruhe. Und der kommt zum Abschluss und macht das 1-0. Hallo, also da muss ich die Spieler mal fragen, was macht ihr da? Und dann ist es auch so, wenn wir wenigstens nach vorne Chancen gehabt hätten, war ja auch nicht da. Ich habe nicht eine Chance gesehen, ob jetzt der Kadermann vorne spielt, da spiele mal da oder mal da. Man muss natürlich die Spieler da spielen lassen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Aber das weiß ich aber. Im Vorfeld weiß ich das. Wenn du siehst, dass die beiden defensiven Leute vor der Abwehr weder nach vorne noch nach hinten was machen, wie wollen die denn die Leute, die vor den Spielen anspielen? Das funktioniert nicht. Ja, wenn ich jetzt überlege, wir reden mal eine Sekunde von früher, wenn ich so einen Aki Lütke Bomert gesehen habe oder so einen Helmut, wenn die im Mittelfeld gespielt haben, die haben aber Druck gemacht, die haben uns angespielt, die haben was unternommen. Ja, und trotzdem waren die selber auch noch gefährlich. Helmut hat einen guten Schuss, Aki war einen guten Schuss. Aber das sehe ich hier nicht. Ja, ich sehe das ist mir zu einfach. Ja, nur ein bisschen hin und her laufen, ein bisschen dahin spielen, ein bisschen dahin spielen, das ist mir zu wenig. Ja, ja, ist ja klar, du hast. Da fehlen dir schon zwei Spieler im Endeffekt. Wir haben auch keine Leute im 1 gegen 1. Ja. Wenn du nicht 1 gegen 1 spielen kannst, dann kriegst du immer Probleme. Ja, sagen wir mal, zu unserer Zeit, machen wir immer von früher, aber zu unserer Zeit auch so, man konnte 1 gegen 1 spielen. Und wenn du 1 gegen 1 spielen kannst und vorbeikommst, dann wird es immer gefährlich. Aber wenn du das nicht kannst und auch nicht versuchst vielleicht, dann geht's nicht. Und wenn du
in Karlsruhe, man ist ja keine, natürlich sind die jetzt Tabellenführer oder Zweiter, aber es ist ja keine Übermannschaft KSC, wo man sagt, hallo, dir geht von Anfang an nichts, weil wir zu wenig tun. Und da muss die Mannschaft, da muss mal Tacheles geredet werden, untereinander. Ja, das braucht ja keine erfahren. Aber da muss man mal, da ist auch der Kapitän gefragt, gar keine Frage. Nur mal die Binde zu tragen, nee, nicht. Ich habe auch mal am Tisch gehauen, als ich Kapitän war, weil es nötig war. Und dann, nächstes Spiel, ja, da ging es dann, haben wir das Spiel gewonnen, aber ist egal. Aber da muss mehr kommen. Und wenn ich sage, ich hätte und das, wir sind keine Trainer, wir sind nicht da, wir kennen die Mannschaft nicht, wir gucken nur am Fernseher, was los ist, und aber entscheiden, die Leute müssen entscheiden, was zu tun ist. Und tja, das wir geht, waren aber schon Trainer. Das geht aber wieder, es geht wieder so weiter, wie es letztes Jahr auch gegangen ist. Wir verlieren Spiele, weil wir zu wenig machen, und ruckzuck bist du unten drin. Ja, ich glaube auch, dass man das, das habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt gehabt, also du musst eine Mannschaft finden und die musst du jetzt durchspielen lassen. Es nutzt nichts, dass du pausenlos wieder was änderst. Nur da hat man gesehen, dass man was ändern muss in der Mannschaft, ja, und vielleicht ein bisschen anders aufstellen. Ich sehe Fußball ein bisschen anders als Gerrit, ist auch gut so, ja, und das ist doch auch okay, jeder soll so sein Ding machen, aber ich habe auch früher keine schlechten Mannschaften trainiert. Ich weiß auch schon ungefähr, wie und was ich mit Spielern machen würde, wenn ich die in meinem Kader habe. Ja? Und das ist so, ich weiß nicht, also wenn man jeden Tag trainiert, dann muss man auch sehen, was der ein oder andere kann. Ja? Und das irritiert mich manchmal, ne? dass die da nicht diese, die holen immer nur so 60% von den Spielern raus, ja, aber die müssten eigentlich 90% raus und 10% nochmal nach der Halbzeit, dass du sagst als Trainer, wenn er nicht läuft, hör mal Jungs, jetzt schauen wir nochmal 10% rein, um hier was zu holen. Ja, das irritiert mich und das möchte ich nicht haben. Und ich finde, was Klaus gesagt hat, wir müssen hier fürchterlich aufpassen. Jetzt waren wir schon wieder. Ich hoffe, dass wir nicht warnen müssen. Ich habe sogar gesagt, ich unter den ersten 5, ersten 3 kann diese Mannschaft spielen. Aber es muss eine Mannschaft entstehen. Ja, da ist kein richtiger Zusammenhalt. Da läuft jeder irgendwo hin und hat keinen Plan. Ja, und das ist das Schlimme. Wenn du keinen Plan hast, dann sehe ich das manchmal sehr kritisch in einer Mannschaft. Es war ja nun mal ein Umbruch und der muss natürlich auch verarbeitet werden. Man sagt ja immer, eine Mannschaft braucht Zeit. Wie lange braucht man denn Zeit, um so eine Mannschaft halbwegs konkurrenzfähig zu machen? 5 Spieltage müssten eigentlich ausreichen oder braucht man vielleicht noch 2, 3, 4 Spieltage? Erstmal haben wir 4 Wochen, 5 Wochen Vorbereitungszeit. Man hat Vorbereitungsspiele. Man weiß, was der Spieler kann, welche Position er spielt und so. Und dann muss ich spielen. Aber immer geht es um die Mannschaft, und nicht um einzelne Spieler. Die können wir den Unterschied ausmachen, ja. Aber immer die Mannschaft. Wie verhalten sie sich in der Defensive? Wenn sie angreifen, geht das schnell nach vorne? Geht's über außen? Und bin ich in der Lage, 1 gegen 1 zu spielen? Die Frage müssen sie sich stellen. Können wir das oder können wir das nicht? Kann der einzelne Spieler das oder kann er es nicht? So. Ja. Aber das sehe ich einfach nicht. Jetzt haben sie, auch die Presse macht das auch mit. Ja, erstes Spiel, ja, Eintracht Braunschweig. Ja, wo sind die Eintracht Braunschweig? Das ist ja kein Gegner. Aber wenn ein bisschen Gegner kommt, dann halte ich nicht richtig dagegen und verliere die Spiele. Ich wehre mich gar nicht. Und da muss man den Hebel ansetzen, dass ich die, meiner Meinung nach, das ist immer meine Meinung, die Truppe sich gegen diesen Niederlagen wehrt. Und das vermisse ich. Ja, das ist natürlich auch Klaus. Einerseits muss ich auch sagen, wir haben uns natürlich viele Fehler gemacht, das muss man einfach mal so sagen. Ja, jetzt kommt wenn Wermuts jetzt herkommt und
von der Presse gefragt wird, ja, hören Sie mal, was ist mit Gerrits? Und er sagt natürlich sofort, ja, ich stehe da voll hinter, der Trainer, da stehe ich hinter. Ja, ist ja normal, dass er hinter, aber dann muss ich doch gar nicht sagen, ich muss nicht irgendwie wieder ein Fass aufmachen. Die sind zur Zeit, wollen sie sich treffen, Tillmann, Benmanga, Wilmuts und der Trainer. So, das Thema war doch klar gewesen, aber dann muss ich doch nicht nach dem Spiel hingehen und sagen, ich stehe hinter dem Trainer. Der ganze Verein steht doch sowieso hinter ihm. Also muss ich das nicht sagen. Also war das schon wieder ein gefundenes Fressen für die Presse, zu sagen, au, boah, Fehlstart, du, der muss jetzt weg. Ja, das muss ich doch als Sportdirektor gar nicht sagen. Wenn mich einer gefragt hätte, hätte gesagt, hören Sie mal, was ist los, was sagen Sie? Dann hätte ich gesagt, ja, wir haben nächste Woche ein Treffen und dann werden wir einiges darüber reden, was Benmanga sagt. Ja? Und der Trainer sagt, und dann werden wir mal schauen. Tillmann ist ja auch dabei und er auch. Also ich finde, da wird schon wieder ein neues Fass aufgemacht. Schon wieder nach 4 Spielen oder 5 Spielen kannst du doch nicht schon wieder sagen, der Trainer muss weg. Aber wenn einer damit anfängt, dann reißt er natürlich ein Riesenloch auf. Und dann fängt es an. Ne? Ja, sicher ist das ein gefundenes Fressen für die Presse. Das haben wir ja früher auch, du weißt das doch. Der eine, wenn Alfred angerufen hat, hat gesagt, hör mal dir, so. Bei mir, bei mir nicht. Wir meinen den Alfred Draxler, unseren Freund Alfred, alles klar. Ja gut, der hat öfter bei mir angerufen, ja, aber das war doch nicht schlimm. Der eine sagt so und der andere sagt wieder so. Und da steht er in der Presse dann. Natürlich, die freuen sich, aber das kann nicht der Sinn der Sache sein. Man muss zusammenarbeiten, alle müssen schauen, dass wir da unten wieder rauskommen, dass wir jetzt mal 60.000 Zuschauer zu Hause, wieder jedes Spiel ausverkauft, die stehen hinter dir, dass du, Darmstadt ist auch nichts aber Großes. Aber Darmstadt hat jetzt zu Hause 1-1, haben wir lange auch, glaube ich, 1-0 geführt, soweit ich das gesehen habe, haben natürlich dann da irgendwo auch so eine Gurke reingekriegt, aber Darmstadt ist nicht so schlecht. Ich sage es euch, Darmstadt ist nicht so schlecht. Wen haben die denn 1-1 zu Hause gespielt? Rostock, oder? Rostock in der dritten Liga. Wen haben wir gespielt? 1-1 Braunschweig, glaube ich, ne? Hä? War es nicht Braunschweig? Braunschweig, gegen Braunschweig. Okay, Braunschweig. 1-1. Muss ich mir vorstellen, ja. Wie gut die sind, 1-1 zu Hause gegen Braunschweig, die absteigen. Ja, bis jetzt sind die nur nicht abgestiegen. Also da muss man mal warten. Ja, erst mal ab. Die Saison ist noch lange, also da wollen wir mal abwarten. Ja. Aber ich glaube, da, trotzdem hast du ja nicht Unrecht. Wenn ihr 60.000 im Stadion sind, dann muss doch, ich verstehe das gar nicht, ich würde ihr Gas geben, dass die Wände wackeln. Ja, aber du siehst auch zu Hause gegen Köln, 1. FC Köln, wir hatten 0 Chancen, ja, und gegen wen spielt der 1. FC Köln? Zu Hause verliert gegen Magdeburg zu Hause. Das ist auch keine Übermannschaft, aber wir lassen zu viel zu, wir sehen nicht gallig draufgehen, alle zusammen. Als Mannschaft, immer ja. Als Mannschaft. Weil Einzelspieler haben wir keine Raketen, das ist auch klar. Aber muss ich dann als Mannschaft machen. Ja. Und das ist auch wieder auch unter uns. Ein, zwei gute Jungs haben wir da schon drin. Da muss man also auch, da gibt auch in der zweiten Liga einen Unterschied. Also es gibt schon 2, 3 Jungs. Nur wie gesagt, das ist wie Torwart. So ist nur, wie gesagt, muss man natürlich, man muss als Einheit, wie du schon sagst, du musst eine Einheit finden, die eingeschweißt ist und die auch vor allen Dingen weiß, was der eine und der andere macht. Das ist für mich viel wichtiger. Ja, es kann nicht sein, dass der eine was macht und der andere vergisst es. Ja, und das dann brechen die Ketten so langsam ein, meiner Ansicht nach. Die müssen alle wissen, was sie zu machen haben. Ja, und ein bisschen Pass spielen im Training und da, nein, da gehe ich hin, wie du gesagt hast, dann wird mal Abwehr gegen Sturm gespielt, aber richtig volle Kanne und nicht hier nur ein bisschen, dann tut dem einen oder anderen mal richtig weh und dann muss mehr gespielt werden, weißt du, da muss aggressiver. Ich habe das Gefühl, also wenn wir früher trainiert haben, bin ich reingekommen, war ich platt vom Kopf her, überall, da war ich satt. Und ich glaube, heute ist das so ein bisschen so, die kommen alle rein, jo, dann trinken sie ihr Kiffchen oder was weiß ich immer, ja. Und dass die gar nicht so im Kopf richtig besessen sind, das heißt so richtig leer sind, ja. Die kommen rein und, ja, und der Tag läuft dann so. Bei uns war das ganz anders. Bei uns war, wenn ich reinkomme, habe ich mir erstmal eine halbe Stunde hingesetzt, weil ich mausetot war. Ja, und dann habe ich gesagt, so, duschen, zweiten Training.
Aber das sagt, ich sehe das manchmal nicht so. Ich sehe das, da kommen die alle so immer so an und du sagst, ach, schön hier, wunderbar. Ja, gucken wir mal, was soll man damit da machen? Ich hatte schon früher Kloß im Hals, wenn ein Spieler angespielt wurde und nur quer oder zurückgeguckt und zurückgespielt hat. Da habe ich Kloß im Hals, weil da brauche ich mich auch nicht bewegen. Darum sage ich immer, wenn der Ball abgefangen ist, muss der Blick nach vorne und vorne muss, da muss man sich bewegen. Da muss man Gas geben und muss man spielen. Und nicht nur mal quer spielen oder vielleicht zurück, dann ist der Gegner wieder formiert. Und das ist, was ich vermisse. Ball abgefangen im Zweikampf, da muss die Post abgehen, so schnell wie möglich nach vorne. Und das vermisse ich auch. Und dann komme ich auch kurz, habe keine Chance, weil der Gegner wieder formiert ist. Ja, und dann muss ich wieder ins 1 gegen 1. Und da siehst du nichts im 1 gegen 1. Ja, und da kommt ein Flanke raus im Halbfeld. Ja, der bringt dich nicht weiter. Muss ich ehrlich sagen. Da muss auch die wirklich nochmal, die Mannschaft, die muss sich unterhalten. Und die müssen sich auch gegenseitig mal die Meinung geigen. Weil so kann es nicht weitergehen. Wir haben gegen keine Übermannschaft gespielt und wir sind zweite Liga und nicht erste Liga. Du siehst ja mal, was los ist, wenn zwei Mannschaften aufsteigen in die erste Liga. Die haben 0 Punkte. Wie schwer es ist in der ersten Liga. Ja? Und du brauchst auch nicht aufsteigen mit einer Mannschaft, das habe ich auch immer gesagt, die nicht konkurrenzfähig ist. Da brauchst du nicht aufsteigen, weil da gehst du sofort wieder ab. Und St. Pauli und Kiel. Ich finde schon, dass der Kader eigentlich ganz gut zusammengestellt ist hier. Aber wie gesagt, du musst eine Mannschaft finden. Ja. Wenn du keine Mannschaft findest, kannst du ja auf den Kopf stehen. Wenn du jede Woche die Mannschaft änderst, dann kriegst du keine Mannschaft irgendwie rein. Sondern das ist dann irgendwo ist das... Ja, dann fängst du wieder an, wieder neu. Du musst eine Truppe mal stehen lassen. Auch wenn der Kindergarten mal hinten Scheiße macht. Ja, auf Deutsch gesagt. Ja, dann machen sie mal Blödsinn. Bei Barcelona spielen auch zwei 17-Jährige in der Abwehr. In der Innenverteidigung. Muss man sich mal vorstellen. So, und wir haben jetzt hier zwei 20-Jährige, die müssen doch eigentlich das spielen können. Aber die haben andere Mitspieler, die ja, deswegen habe ich ja gesagt, das fängt schon an, wo ich vorhin schon mal am Anfang gesagt habe, mit den beiden vor der Abwehr, das fängt schon an. Ja, aber egal. Also, Legenden, noch keine Trainerdiskussion, aber zwei Spieler, die jetzt kommen, zwei Endspieler, ihr habt es schon erwähnt, erstmal Darmstadt, dann Münster. Was ist, wenn es da nicht funktioniert, was dann? Ja, ich bin kein Hellseher, was dann ist. Da brennt der Baum. Keine Frage. Brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Wenn du Darmstadt zu Hause und in Münster, dann nicht 6 Punkte holst. Münster, gut Aufsteiger, zu Hause, ein kleines Stadion auch. Und wieder spielen gegen Schalke. Da bringen die wesentlich mehr als gegen, jetzt, wo sie gespielt haben, gegen wen. Das ist auch klar, aber das muss ich aber wissen. Ich spiele für Schalke 04. Ja, wir haben vor ein paar Jahren haben wir Champions League gespielt. Irgendwo spielen wir jetzt zweite Liga und kämpfen um Abstieg. Letztes Jahr und dieses Jahr schon wieder. Ja, da muss ich aber wissen, was auf mich zukommt. Oder wenn sie das nicht wissen. Ja, aber wenn du jetzt, René, wenn du jetzt angenommen, wie Klaus gerade sagt, zwei Spiele gewinnt, dann bist du ja wieder oben dran. Also das ist alles noch ziemlich eng, ja, also mit 4 Punkten, ja, dann ist der Nasse 7, also 10, dann rutscht es schon wieder weiter auf. Also das ist ja schon eine Geschichte. Nur wie gesagt, wie der Klaus sagt, also die beiden Spiele, meiner Ansicht nach, musst du beide gewinnen, ja, aber noch mindestens, also zu Hause hier gegen Darmstadt und noch einen Punkt in Münster holen, wäre das Schlechteste, meiner Ansicht nach. Aber es ist, wie du gesagt hast, zweite Liga ist sicherlich nicht einfach, aber man muss sich zusammenreißen, man muss sich finden und machen und tun und nicht nur reden. Das bringt leider nichts und dann sagen, der eine kann das nicht spielen. Dafür sind 6 Trainer oder wie viel wir da haben, ja, zuständig und die sollten dann ja auch mal wissen, was sie da unten machen.
Ja, und wenn das nicht in der Lage ist, dass du solche Spiele dann angenommen verlierst, ja, dann kannst du drüber nachdenken, was machen wir jetzt als Verein. Aber zurzeit ist meine Meinung, sollte man ruhig bleiben, man sollte die beiden Spiele abwarten und jetzt aber auch kein Theater machen, auch wenn sich Ben Manga und Wilmots und Trainer und Thielmann treffen. Die sollen da nichts rauslassen und sagen, wir zerreißen sich gegeneinander. Ich glaube, das würde dem Verein nicht gut tun. Ja, und ich glaube, dass man das nicht machen sollte und mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Gutes. Ganz kurz. Ja, noch. Klaus, was immer das letzte Wort. Ganz kurz. Einen Spieler, den würde ich aufbauen und den würde ich immer spielen lassen, das ist Younis. Ja. Das ist der einzige Spieler, der mal im Dribbling auch was bringen kann. Und man muss ihn zu ihm hallen, ja, weil der kann Fußball spielen. Ja. Und wenn der am Ball ist, müssen die anderen sich bewegen. So. Genau. Gut. Gutes Schlusswort. Ich danke euch. Danke für eure Einschätzung, eure Meinung. Da draußen denkt daran, uns weiterhin zu empfehlen und zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in der kommenden Woche wieder nach dem Spiel gegen Darmstadt und hoffentlich dann mit 3 Punkten im Sack. Jawohl, René. Glück auf. Glück ja, auf. Da werden wir sorgen, weil wir hier sind. Ja.